Hallo, in dem Video möchte ich mal zeigen, was man tun kann, wenn unter Windows 8 oder Windows 8.1 das CD-ROM-Laufwerk plötzlich verschwunden ist und auch gar nicht mehr angezeigt wird. Man kann in das Laufwerk eine CD einlegen, dann leuchtet hier das Licht, das heißt, das Laufwerk hat Strom und versucht die CD zu lesen oder liest sie auch und man hört auch, wie die CD sich dreht. Üblicherweise erscheint hier nach dem Einlegen der CD oder DVD das entsprechende Symbol mit dem Namen und man kann die CD öffnen. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist urplötzlich passiert, von jetzt auf gleich. Vielleicht war ein Update dran schuld, aber bei Windows 8 oder 8.1 kann sowas von jetzt auf gleich passieren. Wenn man sich den Gerätemanager anguckt, stellt man fest, dass hier auch kein CD-Laufwerk mehr oder DVD-Laufwerk mehr vorhanden ist. Es ist komplett verschwunden und hier auch bei Laufwerke ist nichts zu sehen mehr. Es ist einfach weg. Wenn man nach dem Einschalten direkt ins BIOS geht, stellt man fest, dass der Rechner sowohl die Festplatte erkennt, als auch hier das DVD-Laufwerk. Also vorhanden sind die, erkannt werden die auch. Und man kann mal testen, ob das funktioniert, das DVD-Laufwerk. Jetzt versucht er von CD zu booten und wie man sieht, das klappt. Der bootet hier die Ultimate Boot CD und man kann auch Programme von ausführen. Funktioniert. Das hat er jetzt von CD geladen. Also liegt der Fehler bei Windows 8 oder 8.1 dran. Was man machen muss, um das zu beheben, ist folgendes. Man muss mit der Maus unten auf das Windows-Symbol mit der rechten Maustaste klicken, dann auf Ausführen und hier muss man dann eintippen, Regedit, um den Registrierungseditor zu starten. Okay. Jetzt wird er das bestätigt haben. Ja. Und dann hat man hier jetzt den Registrierungseditor. Da sucht man dann den Schlüssel HKEY Local Machine System Current Control Set Services ATAPI. Das ist dieser Schlüssel Computer HKEY Local Machine System Current Control Set Services ATAPI. Hier findet man dann diverse Einträge, hier auch. Was aber fehlt, ist die Software, die den Controller startet, dass das Laufwerk erkannt wird. Und das kann man jetzt manuell dazufügen. Klickt man hier mit der rechten Maustaste auf ATAPI, sagt Neu Schlüssel. Und nennt den dann Controller 0. 0. Dann klickt man mit der rechten Maustaste irgendwo in die freie Fläche hier rechts, klickt auf Neu, Divert, Wert 32 Bit und benennt diesen Wert dann Enum Device 1. Klickt man zweimal drauf mit der linken Maustaste und gibt halt diesem Wert, dem Wert Namen, den Wert 1. Okay. Jetzt kann man den Rechner neu starten. Das kann man schließen und Neustart. Der Rechner ist jetzt neu gestartet und wie man auch gleich sieht, zeigt er hier das Symbol schon mal an für DVD-Laufwerk. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt kann man das mit einer CD mal ausprobieren. Das Laufwerk läuft an. Und hier wird es auch direkt angezeigt, der Titel und hier oben blendet Windows 8 dann auch eine mögliche Aktion dann ein. Ja, jetzt funktioniert das wieder. Und es ist ein Rätsel, warum das ab und zu passiert. Passiert aber schon lange. Das gab es schon unter Windows 8, unter den ersten Versionen. Da ist das Laufwerk nach diversen Updates oder Neustarts urplötzlich verschwunden. Und der Fehler ist nach wie vor da. Kann man so per Hand beheben. Es gibt einige, die sagen, man soll den Treiber neu aktualisieren. Aber das hilft nichts. Es gibt für CD-Laufwerke keinen Treiber unter Windows. Und die einzige Möglichkeit, wie man das wegbekommt, ist, dass man die Registrierung so wie eben gezeigt
bearbeitet und dann kriegt man auch sein Laufwerk wieder. Interessant ist bei dem Problem des verschwundenen Laufwerks unter Windows 8 oder 8.1, dass man diese gesamten Einträge, die wir eben erstellt haben, also den Controller 0 und das Divert Enum Device 1 wieder entfernen kann, kann den Rechner neu starten und hat dann genau die Registrierung, wie man sie vorher hatte, mit dem Problem. Und dennoch funktioniert das Laufwerk, wie man hier sieht. Also dieser Eintrag, den wir gemacht haben, war nicht zwingend notwendig für den Betrieb des Laufwerks, war aber zwingend notwendig dafür, dass das Laufwerk wieder erkannt wurde oder dass das Laufwerk jetzt permanent funktioniert. Und wie man sieht, ist es auch wieder hier. Im Gerätemanager hat man jetzt auch wieder diesen Eintrag DVD-CD-ROM-Laufwerke, der vorher gefehlt hat. Und es erkennt auch hier dieses Machita DVD-RAM, was wir auch vorher im BIOS gesehen haben, auch ohne diese Einträge in der Registrierung. Generell tritt dieser Fehler auf bei Notebooks mit Windows 8 als auch bei PCs. Und es hilft ja nichts, wenn man das Laufwerk tauscht, dann hat man genau dasselbe Problem. Man muss in dieser Registrierung erstmal diese Einträge verändern, den Rechner neu starten, dann kann man die Einträge wieder löschen oder man lässt sie drin, ganz egal. Auf jeden Fall funktioniert dann das Laufwerk bis zum nächsten Update, wo das vielleicht wieder aufs Neue passiert.